So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Total War Warhammer 2 mit den Tomb Kings. Im Speziellen mit Arkan. Ja, wir sind jetzt gerade dabei, die Zwerge sozusagen zu verkloppen. Deswegen machen wir da einfach weiter. Ich gucke aber, dass ich irgendwo hinkomme, wo ich noch lagern kann. So. Sehr schön. Ach, der hat null. Okay. Ja, dann machen wir einfach weiter. Ne? Gibt es ja sonst nichts zu tun. Kann ich noch irgendwas bauen vielleicht? Ah, oben. Hier ein Kopper. Ne, habe ich schon. Da habe ich genau die Zufriedenheit. Das war's. Dann sind wir wirklich fertig. Das Ding würde ich gerne abreißen. Schauen wir mal. Ich kann es ja noch da lassen. Machen wir weiter. Die Zwerge machen nichts, okay. Oh, cool. Das ist eine neue Fähigkeit. Das habe ich nicht. Das kann ich doch gar nicht. Aufeinanderfolgende Runde in feindlichen Regionen verbracht. Ein Baum, der allein auf weiter Flur steht, wird unweigerlich stärker. Diese Philosophie. Ich glaube, ich kann ihn hier hinschicken, sobald ich das angreife. Mit dem guten alten Arkan, der Schwarze. Erstmal umkreisen und dann den anderen hinschicken, weil ich will jetzt nicht unbedingt unnötigen Verschleiß erleiden. Erleiden. So, das sehe ich nicht richtig, da stelle ich mal hier hin. So, und da hat irgendjemand ein Level, das machen wir natürlich auch noch. Du kannst noch Magie einsetzen, unerschütterlich. Nein, wir nehmen das Netz. Das Netz hört sich interessant an. So, ich habe auch, mir ist auch aufgefallen, dass Arkan, oder ich weiß nicht, ob das nur Arkan ist, aber Arkan hat hier so einen anderen Schädel. Das heißt wahrscheinlich, dass er halt legendär ist. Der hat hier auch so einen Schädel. Hat das was zu bedeuten? Also hat das zu bedeuten, die sind legendär? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Siedlung gehört mir. Nochmal ausrauben? Kriege ich halt keine Kanopen, aber Gold. Und ich habe gerade echt wenig Gold. Deswegen würde ich sagen, ausrauben. Und der andere kann reingehen und das besetzen. Oder auch nicht, weil er keinen Movement mehr hat. Aber ich kann einfach wieder nochmal mit demselben reingehen. Sehr schön. Provinz gesichert. Stellen wir gleich mal um. Auf. Öffentliche Ordnung. Sehr gut. Dann können wir natürlich gleich das Ding reparieren. Die Edelsteine kriegen wir erst mit der nächsten Stufe. Das heißt, was wird hier hingebaut? Ich habe keine Ahnung. Ja, komm, wir bauen die offenen Gräber. Mehr Infanterie ist immer gut. Marschieren. Und dann haben die Zwerge nur noch eine Siedlung. Tut mir leid, kleine Zwergenmänner. Ne? Habt ihr euch selber eingebrockt? Kann ich nichts für? Okay, und dann heißt es weiter. Schon wieder, es gibt keinen Frieden. Tut mir leid. Vergesst es. So, okay. Wieso auch immer ich den erhalten habe. Der Mann, der die kunstvollen Grüfte und Gewölbe der Gruftkönige gestaltete, war viel zu talentiert, als dass man ihn dort selbst zur letzten Ruhe gebettet hätte. Ja, natürlich. Ja, muss er weiterarbeiten. Ja, es ist, bei denen ist es, glaube ich, sehr schwer mit Rente. Ne? Also, ich glaube, die kriegen da keine Rente. So, Angriff. Natürlich umstellen, den anderen herholen und richtig rein ballern. Wie immer. Hoffentlich wirft das wieder richtig die Kohle ab. Das wäre sehr schön. Oh, ich sehe gerade, da sind diese Goldvorkommen. Ist das einfach nur Gold? Und deswegen kriegen die diese goldenen Götzen? Ich glaube fast. Ich glaube, die haben keine Goldressource. Da werden direkt draus goldene Götzen gemacht. Gut zu wissen. So, die Zwerge gehören mir. 1300 Gold. Ja komm, ich brauche mal ein paar mehr Kanopen. Dann holen wir uns lieber die Kanopen. Hier. Tötet, den Talisman des Schutzes und Fraktion vernichtet. Talisman des Schutzes kann der neue tragen. Ich habe ja schon einen. Ja genau. Das ist die schwächere Variante. Und ich habe eine Waffe. Studiert auch der andere. Ich brauche echt ein paar mehr von diesen ganzen Sachen. Ich muss das abreißen. Ich muss dann ein Zufriedenheitsgebäude bauen. Außer ich fange gleich Krieg mit denen an. Das könnte ich natürlich machen. Ich muss mal gucken, wer mich mehr lieb hat.
Der eine oder der andere. So, jetzt nehme ich mal die erste Stufe. Das gibt immer erstmal einen Buff für alle. Ne? Der ist schon weiter in der Magie, aber... Weißt du, das ist interessant. Das kannst du nehmen. Truppen auffüllen ist immer schön. Mehr Heilung. Und der kann... Wir nehmen aber, glaube ich, auch die Kanopen. Oder Armee blockieren. Armee blockieren. Wir wissen ja alle mittlerweile, Armee blockieren kann sehr wichtig sein. Muss es nicht unbedingt, aber es kann wichtig sein. Alles klar. Dann gucken wir mal, wer mich mehr mag. Die minus 59. Okay, haben keine freundschaftlichen Beziehungen mit den anderen. Die unten. Minus 62. Die sind aber sehr weit weg eigentlich. Die haben ja so einen kleinen Landstrich. Sind Stärkerang 12. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken, was die anderen für einen Stärkerang haben. 43. Ja, natürlich greife ich die an. Ihr habt wirklich den Stärkerang 43. Wollt ihr mich verkackeiern? Was bin ich? Was ist der? Ach, Stärkerang 7. Okay. Sehr gut. Und dann kriege ich auch Eisen vielleicht. Weiß nicht, kann ich da eine gute Waffe draus bauen. Und ich sehe gerade, ich kann ein Ritual durchführen. Ich würde den gerne holen. Weil das kostet aber so viel. 4000 Gold. Da muss ich ewig sparen. Deswegen lassen wir das lieber und machen einfach weiter. Was soll das? Verlorenes Grab, verstecktes Wissen. Beim Ausgraben einer der Gräber unserer Herren geschah ein Unglück. Wir gruben und gruben, doch der Sand füllte die Grube schnell wieder auf und versiegelte die Kammer erneut. Außerdem wurden unsere Arbeiter unter den Sandmassen begraben. Ist der Verlust einiger kläglicher Arbeiter Grund genug, an einer anderen Stelle zu graben? Oder sollen wir hier weiter graben und unsere Bemühungen verdoppeln? Zurzeit... Ach komm, nehmen wir die Kanopen. Ich wollte sagen, zurzeit mache ich sowieso nicht viel mit den Kanopen, aber ey... ich habe ein bisschen Angst vor dem. Also ich weiß nicht, was er vorhat. Aber der hat auf der anderen Seite auch eine schwache Armee. Deswegen glaube ich, gehe ich da einfach hin und zernichte den. Meine Einheiten sind auf jeden Fall stärker. Und wie ich sehe, hat Martek nicht mal wirklich... wie heißt das? Eine Garnison. Und den anderen schicke ich einfach zurück. So. Komm nicht auf dumme Gedanken. So, jetzt ist die Frage, was will ich haben? Will ich Gruftwachen oder will ich Katapulte? Ich will, glaube ich, erstmal Gruftwachen. Die hören sich ganz gut an. So eine richtig fette Infanterie. Wieso nicht? Und kannst du eigentlich noch was anheuern? Theoretisch ja, er hat ja noch Plätze frei. Und sogar Bogenschützen. Er hat mehr als einen Platz frei? Tatsächlich zwei. Hat er eine Einheit verloren? Ich habe gedacht, er hat 18 gehabt. 19 meine ich. Ja, egal. Passt. Machen wir weiter. Junge, pass auf, wenn du Krieg gegen mich erklärst, dann das wird dir leid tun. Vor allem muss er ja auch theoretisch eine Runde belagern. Boah, er plündert der Arsch. Du kleiner Penner. Oh, sehr schön. Eure Sklaven graben tiefer und decken weitere Grabkammern. Achso, das habe ich schon gelesen. Ja, die Quest ist fertig. Ja, passt. Edelsteine? Oder Haupthaus weiterbauen? Edelsteine geben gar nichts, nur diese Ressource. Dann würde ich sagen, Haupthaus weiterbauen erstmal. Erstmal das Haupthaus. Ich habe schon wieder kein Gold. 2700 Gold nur noch. Das ist wirklich irgendwie gerade knapp mit den ganz kleinen Gebieten. Du gehst erstmal in den Geierberg. Und dann gucke ich mir nochmal die Armee an. Was sollte ich eigentlich schaffen? Also ich muss ja nicht den Krieg erklären, aber ich kann meine Armee da stationieren auf jeden Fall. Und gegen den, der noch immer keine Garnison hat und eine viel schwächere Armee, fange ich den Krieg an. Jo, tut mir leid, Junge. Muss sein. Zack. Einmal draufhauen. Es gibt überhaupt kein Gold. Dann setzen wir das natürlich.
Sehr schön. 3000 Gold bekommen. Sehr gut. Die Kanopen und sonst was. Das ist immer schön, wenn man sowas sieht. Wahrscheinlich hat er auch kein Gold gehabt. Kann ich mir vorstellen. Danach muss ich gleich jetzt nach Al-Hakik. Solange es ungeschützt ist. Er kann ein Skelettpferd endlich haben. Soll ich ihm ein Skelettpferd geben? Physische Resistenz ist auch gut. Wahnsinnig zurückgekehrt. Der Schmerz des ewigen Leidens, gepaart mit irrsinniger Gewalt, beschreibt für viele der Gruftkönige ihre Rückkehr ins Unleben. Sie kämpfen länger, härter und besser als je zuvor. Hört sich interessant an. Hört sich auf jeden Fall gut an. Ich könnte auch hier mal Eroberer das sagen. Na, das glaube ich mal jetzt als letztes. Ich brauche keinen wirklichen Kriegerkönig. Gerade erst lieber, ne? Ich glaube das da. Verlustverstärkungsrate hört sich sehr schön an. Das machen wir. So. Den Typen, der müsste eigentlich nicht an mir vorbeikommen können. Also er kann nur plündern. Deswegen kann er von mir aus da stehen bleiben. Ich muss jetzt nicht unbedingt gegen den kämpfen. Er hat zwar eine schwächere Armee, aber ich würde mich gerne erstmal um den hier kümmern. Deswegen machen wir weiter. Was, ist das Chaos schon gespawnt? Sicher jetzt erst. So, ja genau, das ist mit hier Ritualen. Ich weiß gar nicht, aber die zählen ja nicht zum Spielende. Mich interessiert das ja eigentlich nicht. So, die Garnison da ist eigentlich ziemlich schlecht. Aber ich muss das eine Runde belagern, das darf ich nicht vergessen. Egal, wird schon passen. Naja, ich brauche halt eine Belagerungsmaschine, damit ich da überhaupt reinkomme. So. Koffer kann Stufe 3 erreichen. Oder ich behalte den Bevölkerungsüberschuss und benutze ihn gleich bei Al-Haik. Nee. Nee, machen wir nicht. Machen wir weiter. Oh. Ich könnte das kämpfen. Vielleicht, dass ich irgendwie die Verstärkung abfange. Weil die kommen ja irgendwie von der Seite. Ich glaube, das kämpfe ich. Mal eine kleinere, spannendere Schlacht. Muss mal gucken, wo die Verstärkung rauskommt und die halt schnell abfangen. Und dann sollte er eigentlich wirklich wenig Chancen haben. Wenn das irgendwie glücklich für mich gelegen ist, der Verstärkungsspot, dann kann ich den Großteil seiner Armee abfangen. So, ich fahre jetzt eine etwas riskantere Taktik. Und zwar, wir starten die Aufstellung. Und zwar lasse ich meine normale Armee hinten. Und die soll am besten gegen die Verstärkung marschieren. Und die ganzen Monster lasse ich gegen die Einheiten, die in der Burg sind, marschieren. Weil ich glaube, die können das ganz schnell vernichten. Die sind schnell und haben eine Vorortsaufstellung. Ich weiß nicht, ist ein bisschen riskant, aber könnte klappen. Deswegen los. So, rein mit euch. So, die Hunde nehme ich auf die Skelette zum Beispiel. Dann die anderen Hunde auf die Speerskelette. Und, ja, gucken wir mal. So. Die brechen nämlich schon. Das ist ganz gut. So, die wieder raus. Hier greift mal die. Achso, meine Lords natürlich. So, gucken wir mal, was ich da habe. Entsetzen hört sich doch gut an, obwohl. Denn der Lord? Ach nee, die haben die schon hingekriegt. Und lass die Bomben fallen. Sehr schön.
Meine beiden Lords mal da rein, bitte. Wo ist denn deren König? Ich sehe den überhaupt nicht. Ich glaube, das war keine gute Idee. So, aber ich kann die Ushabti auch gleich beschwören. Von daher... Und zwar genau jetzt. Ushabtis! Von hinten rein! Der Skorpion steht die ganze Zeit rum. Tötet mal die da bitte. So, das klappt trotzdem irgendwie nicht so gut. So, nochmal hier einmal zaubern, bitte. Was ist denn dein scheiß Problem? Lösch die doch mal aus. Der Skorpion kriegt irgendwie nichts geschissen. Ja gut, lass die mal. Komm mal jetzt hier in das Getümmel. Skorpion, bitte mal rein. Oh, das wird eine schmerzhafte Niederlage, glaube ich. Ich habe so eine starke Fähigkeit. So. Okay. War, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Du musst dich verpissen. Verschwinde! Ausgelöscht. Fuck. Ja, komm. Fliehen wir. Zurückziehen. Das hat sonst keinen Sinn. Ich weiß nicht, wieso die sich wieder vollgeeilt haben. Durch was denn? Echt durch diese Fähigkeit hier oben? Hallo, ihr sollt fliehen. Fliehen. So. War nicht so schlau. Ich hätte doch fliehen sollen. Und dann nochmal später angreifen sollen. Tremble before Arken.
So, jetzt gucken wir mal, was ich noch alles zurückbekomme. Anscheinend wahrscheinlich nichts. Wahrscheinlich meine komplette Armee gebrochen. Mannhaft? Really? Tatsächlich, sind alle tot. Ich glaube, jetzt wird er mich auch vernichten, weil er mich dann nochmal einmal verfolgen wird. Oh nein, was habe ich getan? Ich dödel! So, ich habe tatsächlich alles verloren. Bei ihm habe ich auch sehr viel ausgelöscht. Weiß nicht. Ich verteile mal nochmal ein paar Banner. Falls er mich gleich wieder verfolgt. Wie konnte er über... Achso, er hat andersrum angegriffen. Ja, ich wollte gerade sagen, wie konnte er überhaupt... Ja, 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 ja. Mist. Dann setzen wir jetzt hier hin und heuer mal Leute an, würde ich sagen. Global, wieso nicht? Und lokal. Weil ich kann einmal diesen legendären Fuzzi anheuern und einen Schwertkämpfer. Und dann holen wir uns einfach drei von denen. Und den Rest mit Schwertkämpfern und dann... Die Typen... Ja, wird schon passen. Matek hat zwar keine Garnison, aber hey. Ich habe halt Angst, wenn ich den jetzt wegziehe, dass er sofort meine Stadt angreifen wird, den Geierberg. Ja, machen wir erstmal weiter. Ich sollte das irgendwie abfedern können, auf jeden Fall. Schlecht gelaufen, aber hey. Ich komme wieder. Ich weiß nicht, wo hat er die Armee auf einmal her? Also er muss ja übel schnell rekrutiert haben. Ja, aber klar. Oh. Ewige Knechtschaft. Die Priester des Todes haben ihre Nekropolen verlassen, um nach Dienern zu suchen, die ihnen bei der heiligen Arbeit des Totenkults helfen sollen. Die Zauber zur Erhaltung müssen gewahrt und erweitert werden. Es ist jedoch nicht für jeder für solch eine Arbeit gemacht. Wen können wir entbehren? Puh. Ich habe gerade echt nicht so viele Zauber. Deswegen lassen wir mal meine Kanopen. Also ich meine, ich habe wirklich keine Leute, also nicht viele Leute, die zaubern können. So, dann holen wir den mal hier hoch. Er wird mich halt angreifen. Also ich habe ja hier keine Garnison, der wird nächste Runde jetzt angreifen. Ich kann sowieso nichts machen während der Belagerung. Ja, machen wir weiter. Jetzt wird er wahrscheinlich Arkan töten. Im Gegenzug werde ich ihn töten. Und dann werde ich Al-Hakik einnehmen. Al-Haik meine ich. Irgendwie so. Ja. Wo war denn der Lord die ganze Zeit? Ich habe den gesucht, den König. Ja, machen wir automatisch. Verloren. Ich habe meine Skorpione verloren, ihr Wichser. Und ihr reißt das noch nieder. Ihr seid doppelte Wichser. So, mächtige Monumente. Ein neues Denkmal wird den Göttern beweisen, dass für uns nach wie vor ihre Verehrung an erster Stelle liegt. Im Gegenzug werden sie uns in dieser Zeit den endlosen Krieges stärken. Doch welchem Gott sollen wir das Denkmal widmen? Gut, Kavallerie, scheiß auf Kavallerie. So, ja, ja, schön. Er läuft weg, war irgendwie klar. So, gehen wir hinterher. Mobilität steigern. So, okay, jetzt müssen wir warten. Kann ich einen neuen Lord noch anheuern? Das wäre mal eine Info, die schön wäre. Ja, kann ich tatsächlich. Schmarotzer. Oder stark. Ich glaube, ich nehme eher stark. Und ich heuer ihn hier unten an. Im Palast des Zauberkalifen, damit er schnell neue Einheiten rankarren kann. So. Der Starke. Obwohl, Einkommen nach Beute, also nach Beute nach der Schlacht, das ist viel besser. Stark, scheiß drauf. Du sollst ja eigentlich nicht kämpfen. Deswegen passt das schon. So, du holst dir erstmal hier drei von den Zuschlägern und... Nehmen wir die und irgendwas Besonderes noch. Hier, Todesgeier. So. Sehr gut. Wir machen weiter.
Ich habe da ein bisschen die Stärke von dem Typen unterschätzt. Muss ich ja wirklich zugeben. War klar, du Arsch. Ja, ich gehe gleich dahin, dass er sich nicht wirklich regenerieren kann. Dass er nicht noch was anheuern kann. Ich meine, die Garnison ist nicht so stark. Meine Armee sollte auf jeden Fall reichen. Solange nicht nochmal eine Verstärkungsarmee kommt. Okay. So, dann holen wir jetzt hier noch ein paar Hunde. Hunde sind immer schön. Und das war's. Nächste Runde. Schlag auf Schlag. Die plündern einfach nur. Die haben gar keinen Bock, gegen mich Krieg anzufangen. Okay, gut zu wissen. So, Weisheit der Zweiten. Das hieß sehr schön. Kapazität der Armee. Heißt das, ich kann einen neuen General anheuern oder was? Ich verstehe das nicht. Kapazität der Armee hört sich so komisch an. Wahrscheinlich. Ich kann nochmal einen General anheuern. Okay. Dann nehmen wir hier erstmal... Ich würde sagen, das hier. Rüstung für Reiter und Bogenschützen. Weil den Rest kann ich zurzeit noch nicht bauen. Es ist noch immer verdammt ausgeglichen. Aber ich glaube, ich kann das locker gewinnen. Weil er hat sehr viele Speere und Speere sind ja eher schlecht gegen, ne? Nahkämpfer. Aber ich würde sagen, das sehen wir dann einfach in der nächsten Folge. Denn ich sehe schon wieder, die Folge ist schon wieder vorbei. Es geht immer so schnell voran. Ja, ich hoffe, wie immer, die Folge hat euch gefallen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Schulzmann.